Moin Moin Kradogianer und herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit dem Lehrerlöchen. Moin Moin. Der Kradofährt Ramat habe ich mir gerade geholt per Vorabzugang für 7500 Dingsmarken. Haben wir sie uns leisten können. Zion steht auch schon bei mir im Hafen. Im 13. oder 14. Paket war sie diesmal bei mir. Also eine richtig gute Quote. Und mit dabei, wo ist er denn? Da hinten, der Void in seiner wunderschönen Dunkirk mit einer verdammt schicken Tarnung. So, Nere, du wolltest gerade was erzählen. Jetzt, wo du es nochmal sagst, den Disclaimer sage ich nochmal. Das ist Glücksspiel mit dem Vorabzugang. Überlegt euch das 10-mal, bevor ihr euch das kauft. Wir kriegen lohnt sich das? Die wir da ausgeben von Wargaming. Daher, wir investieren da erstmal nichts. Daher, es ist richtiges Geld, was wir da, wir tausende Blumen pro Paket, wir hauen da richtig, wenn wir das in Geld umrechnen würden, würden wir da richtig Geldverlust rausmachen. Denn die Dinger kann man sich in ein paar Monaten ganz normal, das ist ein Forschungsraum, ganz normal erspielen. Daher, überlegt es euch 10-mal, es ist Glücksspiel und der Disclaimer ist hiermit beendet. Und Kokos, das haben sie mit den Briten angefangen. Mit den Briten-DDs, wenn mich nicht alles täuscht, war der erste Vorabzugang. Und die Leute haben es gekauft. War noch damals in einer anderen Form, aber war so gut gekauft. Und ja, die Leute, die das machen, die unterstützen das Spiel so ein bisschen. Ob das nun gut oder schlecht ist für uns, ist schwer zu sagen. Denn wir sehen da wahrscheinlich nicht. Boah, schöne Salve. Aber ja. Down ist er. Schöne Salve. Down ist er. Übrigens, als du gerade erzählt hast, hat Krom nebenbei noch rumgeschrien. Ah, sehr gut. Da hat der Krom noch rumgeschrien. Ich glaube, man hat insgesamt kaum was verstanden. Insgesamt möchte der Nero euch was sagen, kauft den Scheiß nicht. Du hast doch so lange gequatscht. Du musst halt kurz und knapp erzählen. Nee, kurz und knapp. Kurz und knapp. Der denkt auch schon weg. Mann, ich muss Schiffe zum Damage machen. Komm alle dichter ran hier. Ramat, kleine Problem. Wir haben bloß 12,5 Kilometer Reichweite. Das ist echt super wenig. Aber dafür insgesamt eigentlich eine nette Bewaffnung. 5 Zwillingstürme. Mit 130 Millimeter. Seidlitz, bei den Superschiffen, dieses Szenario ist nur bei der Entwicklung der Schlachtschiffe mit eingeflossen worden. Die Entwicklung der anderen Schiffsklassen, Kreuzer und Zerstörer, da wurde die Idee, dass CVs keine Rolle mehr gespielt haben, nicht weiterverfolgt. Es geht nur, du musst das nicht auf das Gesamtszenario sehen, sondern wie würden Schlachtschiffe aussehen, wenn die Schlachtschiffe immer weiterentwickelt wurden? Bäm, super Schlachtschiffe. Wie würden Zerstörer aussehen, wenn die immer weiterentwickelt wurden? Bäm, super Kreuzer, super Zerstörer. Immer eben nach dem Prinzip eben Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, kurze Nachkriegszeit etc. Was will die Weser von mir? What the fuck? Nere ist voll leise, ja super. Als ob der mich gerade angegriffen hat. Nere spricht halt bloß sehr leise. Nö, eigentlich nicht. Ich habe sogar das Mikro jetzt direkt vor mir. Und ich genauso laut wie immer. Ich habe nichts verstellt. Oh, gut. Es ist alles wie immer. Aber sein, weil bei mir hier gerade sehr viel passiert ist. Und das Rumgeballer halt auch laut ist. Warte, mach mal Hupe! Warte, ich hup. Hupe! Hup, hup! Ja, aber es halt jetzt dem Irrglauben würde ich auch auferlegen, aber ich wurde dann nochmal drauf verwiesen, mir doch mal den Waterline-Post durchzulesen. Und im Waterline-Post wird das sogar nochmal richtig erklärt. Von wegen, wieso jetzt, oder wie, an was sich die Entwicklung der Superzerstörer und Superkreuzer und eben der Schiffe orientiert. Woran sie sich nicht orientiert. Ah, die Lagerlechner war hier. Ja, müssen wir aufpassen. Das Spiel hier ist bestimmt doppelt so laut. Oha. Wenn Niere sich lauter machen. Ich kann den Bus im TS übersteuern und dann knarzt er rum wie so ein Bekloppter. Ich bin schon super laut. Ich bin schon eigentlich lauter als du mich sonst. Guck mal bei TS, ob du mich laut leider gemacht hast. Du schlägst bei mir bis zu fast roten Bereich aus, wenn du sprichst. Ja, guck doch mal beim TS, ob du mich leider gemacht hast. Das wollte ich. Mann, warum sollte ich? Nein, habe ich nicht. Kann jetzt außerdem nicht. Ich bin offen. Gut. Ich kann nicht. Du sollst mal der Mikrofonpegel hochdrehen. Wie gesagt, der ist schon auf. Soweit das. Ja, aber vielleicht hat bei Windows sich das bitte runtergestellt. Muss da mal hochsetzen. Sound, Mikrofon, Aufnahme und da mal ordentlich auf 100%. Du, ich hab hier auch nicht überstellt. Von daher. Dann kann das ja gar nicht sein. Ja. 1700. New York, New York. In Fort. New York, New York. Nö, ist alles auf 100. Komisch. Der merkt für dich. Ich guck gleich mal.
habe gerade nicht das Schiff, dass ich immer so nebenbei so eine Sache machen kann. Bisschen unpraktisch. Oh. So, bin ich jetzt besser zu verstehen? Das ist genauso an wie vorher. Okay. Okay. Jetzt. Wir haben einen gegnerischen voll übersteuern. Du übersteuerst jetzt ja, du klingst sehr knarzig. Ja, das ist halt... Guck mal, der Kane hat geschrieben, er versteht dich sehr gut. Warum ist das so durcheinander? Nee, das ist laut genug. Kurios. Kurios, kurios. Ihr verwirrt uns. Aber das Knarzige machen wir nicht, das war jetzt gerade eben ganz furchtbar. Ich weiß, und deswegen, ich habe jetzt nur den Tipp genommen, den du mir gegeben hast. Stell doch dein Mikro einfach mal lauter. Ja, ja Mann, da war ich auch voller und Schlag. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe es vielleicht um einen Strich weiter nach oben gedrückt, du. Ich habe hier noch 5 Striche zur Auswahl. Meinte bei das Windows. Ja, sonst, Windows. Ja, bei Windows ist es auf 100%. Nee, das ist aber falsch. Da darf es eigentlich nicht auf 100 sein. Klar. Nee. Ich habe meins gerade mal auf 90 oder so. Ja. Macht das alles übers Mischpult. Alles. Man macht schon laune Dinge hier. Erinnert mich extremst an die Briten. Und das ist echt ein gutes Gefühl. Ja, komm hier, deine scheiß Flieger. Die rotzt sich sonst wo von Himmel. Komm mal her damit, komm mal her! Aber kalt! Ich auch mal einen Flieger, danke. 2 abgeschossen. Oh Gott, nicht reinlenken. Hast du in die falsche Richtung gelenkt? Das ist nicht böse gemeint, Neres Stimmlage als solches als Pegis ist okay, nur die Frequenzen passen nicht. Nere, ändere deine Frequenzen von der Stimme bitte. Ja, nee. Warte mal. Spiel ist laut wie immer, da habe ich nichts verstellt. Ich kann ja mal ganz kurz gucken hier. Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Da ist TS. Sound ist alles gleich laut. Nee, ob du rechtsklick bei mir mich leider gemacht hast. Das ach, warum sollte ich denn? Ich weiß nicht. Vielleicht war ich dir mal zu nervig. Ah. Passiert ja alles mal. Lautstärke anpassen. Du bist genau auf plus minus 0. Oh, okay. Dann passt mach ich mach dich mal auf plus 2,5. Also alle, die Niere nicht gehört haben, die sollten ihn jetzt hören. Und wenn du immer noch nicht zu hören bist, dann liegt das an euch, das Problem. Wir haben hier nichts verstellt. Oder ich muss mich insgesamt leise machen. Ich bin auch genauso laut wie letztes Mal. Haben wir nichts verändert. Was soll mit Niere sein? Er hört sich bei mir an wie immer. Darum? Ich wundere mich schon. Davon war eher das Problem, weil hier alles gleichzeitig war. Siehst du, Nation kam rein. Muss ich gleich nochmal vorlesen. Ah, der immer wie so ein Schiffer. Immer wie so ein Schiffer, wo ich mich konzentrieren muss. Anstrengend. Sagte er, während er durch die Mitte durchfährt. Ja, ich push gerade voll rein. Vorher nicht mehr wegkommt. Push voll rein. Mama, weg die scheiß Flieger, das danke. Schiff ist schuld. Aha. Das sowieso. Das sowieso. Ich überhaupt nebeln? Ich will gar nicht nebeln. Ich guck doch gar nicht her. Fehlt nur noch ein. Wenn es die Rabatt ist, aber scheiße. Nö, finde ich gar nicht. Gefällt mir gerade schon sehr gut, muss ich sagen. Auf den unteren Stufen ist das auch so völlig egal wegen der Reichweite. Den höheren sieht es natürlich schon ganz anders aus. Bom, 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 bom. Hallöchen. Knefni. Knefni müsste tot sein. Wenn ich... Nee, oh, ich muss noch weiter vorhalten. Als ob ich noch weiter vorhalten muss. Jetzt lenkt er auch noch ein. Scheiße. Ist doch nicht tot. Gerade dort verkackt. Verkackt. Ich gebe zu bedenken, dass die lebt. Verkackt. Das ist so richtig. Irgendwo dahin. Ja, mach du mal. Ich lass sie die Niere. Du, unser Team schmeißt dich gerade wunderbar weg. Ich hoffe einfach, du überlebst und kannst ich überlebe locker. Oh Gott, Fuso hat auf mich geschossen. Fuso, nein, kein Zita, kein Zita. Hier und eine Zita, alles klar. Okay, ich hab noch 1000 Leben. Und genau über mir ist ein Bomber. Okay, ich bin tot. Ha! Kackwesa hat verfehlt. Die Kackwesa hat verfehlt. Flugabwehrmannschaften in voller Oh, endlich unsichtbar. Mann! Los jetzt hier. Lack extra ausgemacht, damit er nicht weiß, wo ich bin. Und Fuso killt mich easy peasy im Nebel. Oh nein, da kam noch eine Murmel! Oh, ist das ein Arsch. Als ob der mich noch trifft. Oh. Kein Support hier, schade. Gar nichts. Mann, bloß weil ich die scheiß Einstellung jetzt hier rumgeeiert hab. Ist klar. War alles tutti. War eine total coole Runde. Kaum eier ich im TS rum, stell das ein, zack, guck ich wieder rein, stehe ich in die Mitte. Super. Ja, natürlich, weil auch... Oh.
automatisch wurdest du in die Mitte gelenkt, wie man es kennt von Der Ton ist gut, Bild ist nur bescheiden bei mir. Was? Allemann von Bord. Bild erinnert mich an eine Diashow. Bitte was? Hat noch jemand Probleme mit dem Bild oder sieht es bei euch einflüssig aus? Was ist los, Leute? Verbindung ist in Ordnung. Guck mal selber ins Stream. Ich hab gutes Bild. Was ist denn los? Achso, gut, wir haben ja vorhin gesagt, ne? Dass Twitch derzeit vielleicht ein bisschen Probleme hat. Mhm. Kann natürlich sein, dass viele von euch jetzt betroffen sind. Ja, der Abo-Button ist wohl auch weg. Abo-Button ist weg? Hat vorhin einer geschrieben. Ich für den Abo-Button nicht mehr. Krass. Oh, Stream aus! Aus! Warum streamen wir denn? Hab mich schon gewundert. Meine Flak war noch an. Hab mich schon gewundert, sonst sind meine ersten Minuten gleich irgendwie 3-4 Subs drin. Ich dachte schon, alle hassen uns jetzt einfach und wir sind scheiße geworden. Knappi hat geballert, ne? Knappi, das ist interessant. Go, Nere, go! Go, Nere, go, Nere, go! Go, Nere, go, Nere, go! Ja, sieht gut aus. Krass, wie lange ist. Du warst nicht offen, ne? Nee. Lange ist, er hätte dich trotzdem im Nebel echt gut getroffen. Ja, Wahnsinn. Ich hab mich ja nicht bewegt. Der ja, trotzdem. Getroffen. Trotzdem. Ich stand ja schon. Ach Gott. Könnt ihr jetzt Schadensersatz verlangen von Twitch? Doppelt, dreifach, alle. Oh, Torps! Rückwärts, Gang! Rückwärts! Oh mein Gott! Boah! Rückwärts. Ihr wärst locker drin gewesen in der Lücke. Void, schön gemacht. König down. Unser Team hat die Führung. GG. Sehr gut. Haben wir das. Was wollte dieser Kack-CV die ganze Zeit von mir in der Runde? Bin ich ganz verstanden. Du standest völlig alleine, du standest in der Mitte, du standest an der Am Ende Position. Ja, aber doch nicht seit Anfang der Runde. Du standest. Der hat mich, doch, der, standest der hat mich sogar am Anfang gleich im Nebel, wo ich da drin stand, getorbt. Obwohl lauter offene Ziele um mich waren. Über den Chat werden auch die Bits und Abos nicht angezeigt. Ja, stimmt, die sehe ich auch nicht. Verrückt. Verrückt. Vielleicht sind wir auch kein Twitch-Partner mehr, haben wir gar nicht mitgekriegt. Passiert. Schade, ich wollte gerade einen Zap verschenken. Nein! Später vielleicht. Später vielleicht. Jetzt ist der Abo-Button wieder da. Auch nicht schlecht. Dann jetzt, Kane! Drück rauf! Ja. Jetzt oder nie? Der Igel. Ja, jetzt, ne? Wir warten. Ja, jetzt will ich auch nicht mehr. Achso, hier. Jetzt ist zu spät. Jetzt muss ich mich erstmal fett bedanken. Ich war jetzt gerade so in der Runde drin. Oreo Forest, vielen Dank für deine 120 TK-Kröten. Ein kleines Dankeschön an Cradoline für, dass Krado so gut pflegt und ihm ab und zu Pommes kauft. Oreo Forest, Dankeschön dafür. Muss ich aber einen kleinen Wink so nebenbei. Okay. Muss ich aber nebenbei sagen, von diesen 120 Tacken, wie ihr sie seht, geht Großteil an euch da wieder raus, weil er eigentlich ein Gewinnspiel machen wollte. Und er hätte es aber lieber, dass ich die Schiffe dann danach halt rausgebe, dass ich es im Premium-Shop für euch dann kaufe. Und das andere waren bloß hier Steuern, Gebühren etc., was er oben raufgesetzt hat. Daher, oder besser, da habe ich gesagt, das übernehmen wir. Daher könnt ihr euch darauf freuen. Er hat nämlich gesagt, das soll so ein kleines Weihnachten im Februar werden. Und da plane ich mit ihm dann noch, an welchem Tag das sein wird. Und da kriegt ihr nämlich so gut wie alles dann da an, als Schiffe oder andere Sachen. Könnt ihr euch darauf freuen. Oreo Forest, vielen Dank für diese Möglichkeit. Dankeschön, das ist das neue Super-Weihnachten. Das ist nach Weihnachten. Jetzt, wir orientieren uns an die Superschiffen. Nice. Koordinierter Angriff. Haben wir gut gemacht, haben wir. Haben wir gut gemacht. Mhm. 6-7, geil. Kraken. Guck mal, wenn man guckt, ich habe doppelt so viele Kills wie du und Void hat doppelt so viele Kills wie ich. Verrückt. Toll. Magie. Ich hätte gerne noch mehr Kills gemacht. Aber nein. Der Nere ist zu leise. Weihnachten 2.0, korrekt. Ich meine. Ist er denn noch da, unser Oreo? Oreo, bist du da? Schreib mal was. Die Leute wollen alle schreiben, was für eine geile Socke du bist. Eine Bleiente, Krado hat 400, 500 Schiffe. Ja, da rosten einige vor sich hin. Ja, eine Menge. Die kann man gar nicht alles spielen. Einige bin ich schon seit Jahren nicht mehr. Da ist er doch, der Oreo Forest. Oreo Forest, auf dich. Prüsterchen. Der, meine Freunde, hat euch das oder wird euch das ermöglichen. Und Melecoin kloppt hier einen Sub rein. Yeah, aber Funds wieder. Dankeschön, 23 Monate. Merci. Was wird's sagen? Aber immer vorsichtig sein, ne? Nicht betrunken am Steuer, nicht betrunken an Schiff steuern. Das kann nicht gut enden. Da tauchen auf einmal Inseln auf, die vorher gar nicht da waren. Das da kann nicht gut enden. Ente, weißt du? Haben wir hier Enten? Nö, aber in Hand.
Ah, ja. Da durfte ich mir gestern anhören, was für ein Sack ich bin, weil ich die Enten übersehen habe. Weil ich die Enten hochgeschreckt habe. Vom Blacksheet oder vom YouTube? Vom Blacksheet natürlich. Mach was. Das gammelige Toast, vielen Dank für den Sub 4 Monate auch schon. Dankeschön dafür. Und der Money kloppt auch rein, 22 Monate, den Namen Cardone und shit, wünsche euch eine erfolgreiche Jagd. Dankeschön. Money, Melecoin und das gammelige Toast, vielen Dank dafür. So, naja, da war ja nicht so geil die Runde. Leider zu früh draufgegangen. Damage anfällig, wie Sau, die Fuße wirklich mit einer Mumie mir direkt deine Zieler gedrückt, sehr schade, aber wurscht. Erster Eindruck war gut. Wir sind halt wunderbar, also die Ram hat jetzt und alle so in diese, ab T5, T6, T7, so in diesem Dreh, wie wir es jetzt hier halt haben, ab T5 geht es ja erst los, haben wunderbare Unterstützungsschiffe. Später bei den 9er 10er mit der erhöhten Reichweite sind wir auch anders einsetzbar. Hier sind wir aber absolute Unterstützungsschiffe und das funktioniert echt gut, fahren wir auch gleich nochmal. Gefällt mir, hätte ich echt gedacht, Mensch. Void, danke fürs Mitkommen. Dankeschön, Void, super gespielt, schön die Kills geholt. Alle, die die Niere gelassen hat, wenn er sie nicht geklaut hat. Und Becheln, erstmal gute Besserung an dich. Weiterhin. Ich habe zurzeit nicht geplant, da irgendwie zurückzukehren. Ich bin jetzt erstmal klarlos. Ich lasse die Plätze lieber Leuten, die da auch gerne am Clanleben aktiv mit teilnehmen möchten. Von daher habe ich da kein Problem gerade mit. Aber die Bonis, Alter. Du bist aber so im Clan wie die Bonis. Das traurigerweise, muss man sagen, stimmte sogar, denn ich habe nicht am Clanleben teilgenommen. Von daher, ich habe wirklich nur die Boni abgegriffen. Das ist eigentlich, darum haben wir mit YouTube angefangen, damit Leute unseren Clan füllen, den ausbauen und wir die ganzen Bonis haben. Ja. Das ist der wahre Grund. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Wir wussten auch schon in den ersten World of Warships Videos, dass wir da tausende Videos von machen, dass für mehrere Clans, alles geplant. Dass Clans überhaupt ins Spiel kommen, das wussten wir damals alles schon. Natürlich. Das mit den deutschen CVs wusste ich auch. Key ja, FM, Philipp dafür jetzt ab 3 Monate und Square DX, 2 Monate schon. Moin. Ja, genau. Das war eine große Verschwörung. Oh ja. Oh da, ja. Die große Wargaming-Verschwörung. Das wussten wir natürlich alles schon. Drehen manche Türme der Panasien kurz 360 Grad. Wenn ich das gerade richtig beobachtet habe, dann ja. Dann glaube ich gerade hier sogar alle. Ja, wobei der hintere dürfte nicht. Wir gucken gleich mal. Das war gerade sehr angenehm zu spielen. Egal, wo ich hingeguckt habe, die waren immer gleich rum. Das war echt angenehm. T6er, Zero, wieder CV dabei. Bläh, 2 DDs. Mal gucken, wo wir hinfahren. Never play on patch day. Gab's nicht den Spruch. Das ist richtig, Draco Soul, aber unsere Probleme sind ja gerade bei Twitch. Die haben ja nichts mit Warship zu tun. Die haben ja damit nichts zu tun. Nere auch am Start? Ja, der Nere ist auch am Start. Der ist da vorne. T61. Und mit dabei der berühmte Nick XD5. Hallöchen. In seiner Novorossiysk ohne Tarnung? Jetzt nochmal einen Witz bringen, den Moonin gerade gebracht hat. Oh. Krado, spiel mal U-Boote. Da kannst du dich in ein paar Tagen auf schöne Kommentare von auf YouTube. Wir haben nämlich noch lauter Videos, wo U-Boote drin vorkommen. Und jetzt zum Beispiel Schliefen gekauft und sonst wie was. Die Videos werden kommen, da wird es um U-Boote gehen und dann die Kommentare. Aber die sind doch gar nicht mehr im Spiel. Ich freue mich schon drauf. Was würden Leute nie schreiben? Das sind ja uralte Folgen! Das würden wir schreiben, ja. Jupp, die sind 6 Tage alt. Boah, damals! Mit dem letzten Patch noch, ganz anderes Spiel. Warum bringt ihr sowas noch? Löscht ihr doch einfach. Ja, echt. 30 Stunden Material noch auf der Platte. Löscht das einfach! Ach ja. Kurz rüber, vielen Dank für den Sub. 14 Monate. Dankeschön. Merci, merci. Fand ich bei Hand auch immer so. Warum habt ihr die alten Handfolgen noch? Löscht die doch. Ist ja jede Handrunde an sich, ob wir da nur Eventpunkte nebenbei sammeln oder nicht, das ist trotzdem gleich spannend. Nein, wir sollen die alten Folgen alle löschen. Was denn? Du Kacke. Der Olli ist ja da. Hallo Olli. Wo ist Olli? Ach du Olli Kacke, Olli. Der ist jetzt bei uns Olli P. Hast du eingeladen? Das ist Nick XD5, das ist nicht Olli P. Ja, und der war für dich immer Nick P. Nein, das war ein anderer. Was nee. Denn zu Olli P wurde? Nein, das war ein ganz anderer. Nee, ich weiß davon gar nichts. Flugzeug im Bauch, Olli P. Woo. Ja, genau. Wer kennt's nicht? Ich kenn das. Die anderen sind ja egal. Hauptsache, man kennt es selber. Das ist wichtig. Der Exuder hat den Film Dark 7 Monate. Dankeschön. Hype Trade Stufe 2, ihr Wahnsinnigen. Merci dafür. Scheint vor alles wieder zu gehen.
So, endlich mein Gegner, wo wir auch mal rankommen. Läuft doch alles super. Ja, boop, Stream aus. Alles tot. Der hat die Neujahrstarnung da drauf. Auf einer Omaha. Interessant gewählt. Wer denn? Bom, bom. Der da. Der Gegner? Der Gegner. Die Omaha, Mire. Ich weiß, es ist jetzt, boah, mind-blowing, aber es ist tatsächlich die Omaha. Die Omaha ist eine Omaha. Omaha. Omahi. Hast du noch solche Schmankerl an Wissen? Noch nicht. Versuchen wir Dr. Damage zu treffen. Lenkt er weg? Nee, der lenkt nicht weg. Dr. Damage, ja. Alter, der Schussbogen ist aber auch krank. Nebelwand gelegt. Der ist aber auch krank. So viel dichter ran, ey. Das sind ganz Schlachtschiffe. Ich will die abfarmen. Und die scheiß Kreuze, der ganze Müll kommt hier an. Die will doch hier keiner. Guck mal, die Emil können wir treffen. Und der wird unsichtbar. So viel dazu. Und Kotowski ist gleich tot. Hat er gerade echt gesagt, dass er keine Kreuzer will? Nee, ich will Schlachtschiffe zum Abfahren. Und haben wir zwei Leute jetzt schon verloren? Ist ja schon wie auf T10 hier. Das ist ja schon alles das gleich. Warum legst du in die Richtung? Ich bin die andere geschossen. Kalata, du wirst lachen. Habe ich heute einen Key für. Hat mir heute einen Key für, der gerade beginnt. Geil. Ja, hast schon also, aufgenommen? Wo sind die Folgen? Ich weiß nicht, ob du. Ich weiß nicht, ob du deswegen lachen wirst, aber vielleicht blutet ich das irgendwie. Ist vielleicht doch nicht so lustig, wie ich jetzt dachte, aber. Dort ist lustig. Nee, also, naja. Doch. Wenn man sich ein Spiel wünscht und auf einmal sagt er denn, der das spielen soll, ey, guck mal, ich hab's. Das ist voll lustig. Mann, Gaede, du stirb doch da endlich. Und bams in die Fresse, 1300. Doch noch offen hier. Und er ist tot. Nicht tot. Der noch lebt. Yes. Down. Das ist die geil hier. Das kannst du aggressiv spielen. Das ist ja der Wahnsinn. Das macht Laune. Auch wenn der Damage jetzt... Gut, der ist jetzt nicht so extrem. Mit dem Schussbogen muss ich aber ehrlich gesagt auch erstmal klarkommen. Das ist ganz schön anstrengend. Nicht geil? Ist ganz schön hoch. Also selbst hier auf 10 Kilometer, 8 Kilometer. Hatte ich gerade arge Probleme, die DD zu treffen. Das war schon nicht mehr schön eben. Drofspe, komm her, Bayern, komm dich da. Ich will nirgends ran hier. Also auf einer Skala von 1 bis 10 eher im Bereich. Der Schussbogen. Ist auf jeden Fall ganz unten angesiedelt. Kommst halt über die Inseln rüber, ne? Das ist halt das Coole. Ja. Aber wenn du nichts triffst, ist auch scheiße. Torpedos auf Backbord! Als ob mich dieser CV jetzt hier im Nebel wieder getoppt hat. Wollt ihr mich verarschen? Was hab ich diesen Dreck-CV? Ach du Kacke, wo kommt denn da alles? Fahren wir nicht auf T5, T6? Au! What the fuck? Ist das der Russe? Ah, das ist jetzt Russe. Scheiße. Halbe Schiff hat der mir weggerockt. Ein CV auf Stufe 6. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Hallöchen, Emil. Warum bleibst du da stehen, Emil? Was ist los? Ich hab Harley Quinn gefunden. Ich mal lieber HE weitergeschossen. Emil. Lol, nicht mehr getroffen. Nee, ist klar. Wie ging das denn daneben? Bayern, komm zurück. Oh, ich glaube, Spiel kommt zurück. Das ist auch nicht schlecht. Boom, boom. Burn. Burnt nicht. Hier burnt einfach nichts. Torp-Magnet wurde nicht genervt. Nee, keine Angst. Der wird immer da sein. Immer. Egal, wo ich bin, egal, wann ich bin. Immer. Hallöchen, Graf Spiel. 3400, kann man mit leben. Beim Nebel bewegen, 5 Sekunden bloß noch. Im Optimalfall haben wir ihn vorher tot. Dass er jetzt gar nicht mehr ballern kann. Und er schießt nochmal und er ist... Nicht tot, nee, ist klar. Der tickt nicht runter. Willst du mich verarschen oder was? Na gut, du bist ein Held. Verarschen. Gegnerischer Kreuzer versenkt. So, Nummer 1 ist down. Er kommt nicht.
Was ist das für ein gelbes Zeichen neben den HE-Granaten? Ich habe meine Flakner aus von der letzten Runde. Da habe ich im Nebel. Da habe ich im Nebel nämlich versucht zu überleben. Und da wollte ich dem Gegner meine Position nicht verraten. Hatte ich bloß vergessen, wieder anzumachen. War gut, du geile Sau. Hätte die The Worship World of Warships die überleben wollen? Ekelhaft. Und Fargo ist down. Okay. So viel zu geile Sau. Ach man, Fargo. Geile Sau. Ja, dreht er um, fährt genau in die Bayern rein und stirbt. Warum? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Dumm, 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 dumm. So, Emil ist down, Exeter ist da. Fubuki liegt am Kartenrand. Oh, Tops könnten treffen. Haben wir hier eine Kongo. So viel zum Thema geile Sau. Jawohl, 3 von 3, I like. Dank Görg, lebt aber immer noch. Aber er hat ordentlich gefressen dadurch. 4,3 gehe ich auf. 4,3 ist er dran. Okay, ich sollte nicht weiter ballern. Bei 4,4. Passt. Passt. Hab noch 100 Meter Luft. Hab ich noch? Hab ich noch. Und Kongo hat sich festgefahren. Kongo, Kongo. Ja, oh, jetzt hat mein... Ach, meine Hydro hat jetzt aufgehört. Von Niro. Ach, Nire. Kongo, Kongo. Und er zündet mich direkt wieder an. Da denkt sich die Kongo auch gerade. Scheiße. Negramin, Killin, you can do it. Nicht da mal weiterhelfen sollen. Lauf, Nick, lauf. Kongo, komm zur Verstärkung. Zur Stärkung. Kannst gleich essen. Ich hab ihn endlich. Sehr gut, Nire. Bot. Nein, Nick ist down. Gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Und Nick hat ihn noch. Schön, Nick. Noch abgefackelt. Warum hab ich den nicht getroffen? What the fuck? Kongo, Kongo. Jetzt hat er ihn getroffen. Der ist ja rückwärts lang gefahren. Der ist ja da rückwärts lang gefahren. Bam, 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 bam. Ha. Was machen wir jetzt hier Cooles? Omaha erstmal killen. Ich meine, die anderen beiden können nicht auf mich ballern. Juridisch könnte ich sagen. Sogar spottet, er ist nicht genug dran. 5000. Machen wir jetzt aber sicher hier mit HE runter. Seht ihr? Genauso sicher. 690. Geil. Gib mir noch 4-5 Minuten, dann habe ich ihn. Das ist ein AP-Moment. Ja, ja, ja. Oh, Bayern, kein Zitter. Dankeschön. Mach den Turm kaputt. Hab bloß 5. Hackt's oder was? Ich glaube, es hackt. Üp. Down. Sehr geil. Sehr gut. Sehr wichtig, sehr geil. Fünf wir immer noch offen. Wird vielleicht mal nicht in die Kongo hier Vollgas reinfahren. Wo kommt der denn her? Ja, ja. Der guckt, der guckt nämlich schon so. Ist ja komisch. Der guckt so. Ja, und das wird wieder eine Zita. Oh. Danke für die Streams und spitzenmäßige Unterhaltung. Rattler, vielen Dank für deine 50 TK-Gründen. Vielen lieben Dank, mein Besser. Ich danke dir. Da schreit der Krumm direkt wieder los. Ich muss mich hier trotzdem saumäßig gerade konzentrieren. Jetzt sind wir noch nicht easy peasy gewonnen. Und wir wollen ja easy peasy gewinnen. War schon ein bisschen frech, dass der mir deine Zieter gedrückt hat. Bayern, Bayern. Da lässt sich gut feiern. In Bayern. Oh, die Andrea Dori hat nur 600 Leben. Dann töte sie. Dann nee, töte und, oh, der heilt sich wieder hoch. Ey, der war vorhin schon auf 1000, hat sich wieder auf 10.000 gehalten. Jetzt macht er das gleiche nochmal. Das ist ein Heiler. Fackelt, du schaffst das. Das ist ein Heiler. Alter, kann ich dir auch mal abfackeln?
Krieg einen Anfall. Anfall. Bum, bum. 20 Sekunden. Ein Nebel danach habe ich noch. Bum, bum. Nummer 1 hinschießen, damit ich genau weiß, wo ich stehe. Das ist immer deutlich schwerer einzuschätzen. Und Nebel ist auch. So, jetzt müssen wir kurz warten. Jetzt müssen wir eine halbe Minute warten. Jetzt kann ich nicht mehr zu offensiv spielen. Ich versuche mit zu ballern, ne? Ist rüber? Ah, oh, das geht sogar noch rüber. Geil. Das ist schön an dem Schussbogen. Und er brennt wieder. Ich liebe diese Scheiße. Ich liebe diesen Scheiß. Ich hasse diesen Scheiß. Kackinsel. Gleich. Und vorsichtig vorwärts. Und Kongo stirbt jetzt hier noch. Vorsichtig. Wenn nichts weiter passiert, ist in 50 Sekunden, ah gut, halbe Minute das Spiel vorbei. Okay. Erkenntnis hat sich leider nochmal treffen lassen, aber. Wir setzen nochmal zurück machen. Hier. Naja. Da ist nicht viel mit Verstecken. Da ist nicht viel. Bayern brennt noch gut runter. Ist ja gar nicht mehr im Cap, die Bayern, ist ja schon rausgefahren. Das sieht gut aus. Hey, er hat die Decke. Nice. Nebelwand gelegt. Andrea Duchia down. Was? Nicht mal mein Kill. Bullshit. GG. Hammer. Was eine geile Runde. Ohoho. Ein Damage, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. 125.000 Damage. Unterstützer bekommen, Großkaliber, und dann haben wir auch noch Generaloffensive als Divi-Erfolg. Herrlich. 1666 Grund-DP. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Muss man natürlich zusagen, das war jetzt auch optimal eigentlich, ne? Überall Schiffe, Schlachtschiffe, die irgendwo einzeln langkommen. Keiner macht Druck, keiner pusht vor. CV hat mich auch in Ruhe gelassen. Nichts, was mich spotten konnte. Versuche das Ganze mal gegen 7er und 8er nachher zu machen. Bei 8er vielleicht sogar, wenn Radarschiff dabei ist, sieht es schon ganz anders aus. Aber in diesem optimalen Match hier gerade ist sowas natürlich dann möglich. Geile Runde. Vor allem, wenn du brauchst eigentlich Gegner, die so langsam auf dich zufahren. Hm. Und Gegner, die wegfahren, sind eigentlich das Schlimmste, was du erwischen kannst. Daher gute Seite ausgewählt. Auf jeden Fall. Alles geplant. Alles absolut geplant. Geplant. Gerade man merkt, dass du die Flint gerne gespielt hast. Das stimmt. Als die Reichweite noch nicht ganz so extrem beschnitten war, war das ein tolles Schiffchen. Hallo, wie viel Stahl hast du dafür nochmal ausgegeben? Gerade das nochmal. 12.400 irgendwie so. Viel zu viel. Meine Freunde, das war unser Ausflug mit der Ramat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tolles Schiffchen im Hafen. Hier auf der anderen Stadt sind wir jetzt nicht nochmal einzeln eingegangen. Ich meine, das könnt ihr euch alles selber jetzt auch schon angucken oder so halt auch euch selber holen. In 2 Monaten könnt ihr sie ganz normal regulär erforschen. Ihr müsst nichts weiter dann tun. Ihr müsst jetzt kein Geld dafür ausgeben. Insgesamt ein sehr geiles Schiff. Die 133er funktionieren gut. Ich habe Trägerzünder bei Huang Rong jetzt halt noch geskillt. Durch Schlachter durch diese 25mm kann man weglassen, theoretisch die Abfacklerchance nochmal erhöhen. Aber insgesamt, der Damage, es dauert ein bisschen. In Abschlachtrunden seid ihr völliger Abfall, ihr könnt überhaupt nichts reißen. Aber in Runden, wo ihr den Damage langsam aufbauen könnt durch Abfackler und Co., da drücken diese Teile richtig und das macht saumäßig Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal, bewertet nicht vergessen. Eure Meinung zu Ramat gerne in die Kommentare. Und wenn euch unser Content hier gefällt auf YouTube, dann lasst mal ein Abo da. Haut rein.